Hallo, ich bin Christian. Schön, dass ihr wieder bei mir seid. Heute regnet es nicht. Ich bin endlich wieder draußen. Und was mache ich? Ich mache Cheeseburger-Frikadellen. Ein richtig leckeres Zeug mit einer wunderbaren Hamburger-Soße, sag ich mal. Nach McDonalds-Art. Ich glaube sogar noch besser als nach McDonalds. Super Kombination. Einfach zu machen, lecker zu machen, nicht teuer, schnell zu machen und absolut lecker. Ich zeig's euch. Ich benötige gutes Rinderhack. Das ist 1 Kilo feinstes Rinderhack vom Metzger meines Vertrauens, von der Metzgerei Volle aus Olfen. Ich erwähne das immer wieder, weil ich damit bezwecken möchte, dass man rausfährt auf die Dörfer und da bei kleinen Fleischern sich umschaut, denn da kriegt man richtig gute Qualität, heute umso wichtiger zu einem guten, vernünftigen Preis. Was brauche ich noch? Ich brauche Öl zum Anbraten, ob ihr Rapsöl nehmt oder ein anderes Öl, ist eigentlich ziemlich egal. Ich brauche Senf, ich brauche Cheddar gerieben bzw. geraspelt. Ich brauche Röstzwiebeln, ich brauche Panko-Mehl oder normales Paniermehl. Ich brauche ein paar Cornichons, kleine Gurken, 2 Eier. Ich brauche Paprikapulver, Pfeffer, Maltensalz oder normales Salz, dann aber weniger. Ich brauche weiterhin Tomatenmark. Ihr seht hier eine Mayo-Creme, eine Mayonnaise. Fertig-Mayonnaise? Oh Gott, ist das was Böses? Nein, das ist gar nichts Böses, denn das ist ein richtig gutes, leckeres Zeug. Vor allen Dingen ist da nichts Unnatürliches drin, da sind keine Stabilisatoren drin, keine Geschmacksverstärker. Es ist wirklich richtig, richtig lecker und die ist vor allen Dingen besser als meine selbstgemachte. Die kommt nämlich von meinem Freund Udo Warner. Was brauche ich noch? Eine Zwiebel. Ich brauche eine Chilischote. Die Zwiebel wird geschält und fein gehackt. Die Chilischote, die wird ebenfalls entkernt und die Plazenta kommt raus. Ebenfalls klein hacken. Ich brauche einen Weißweinessig, ich brauche Zucker, ich brauche Salz und auch hier brauche ich für die Soße hinterher Paprikapulver. Ich würde sagen, ich lege jetzt los und dann geht es auch gleich schon weiter. Die ganzen Mengenangaben habe ich jetzt nicht erzählt, die stehen unten im Rezept zum Ausdrucken als PDF-File, aber das wisst ihr ja schon. Also los geht's. So, zunächst erstmal die Soße. Hier sind ungefähr 220-230 Gramm Mayo-Creme drin. Dahin kommen ungefähr 1, 2, 3 Esslöffel Tomatenmark. Die klein geschnittenen, gewürfelten Cornichons kommen rein. Die Zwiebeln kommen dazu, oder die Zwiebel, fein gehackt. Paprikapulver, ist ungefähr 1 Teelöffel. 3 Teelöffel Zucker, ganz normalen Haushaltszucker. Ein bisschen Salz, eine Prise. Hängt natürlich stark davon ab, wie viel die Mayonnaise schon an Salz hat. Die Chilischote kommt rein. Zack. Ein Schuss Weißweinessig. Das reicht. Und das Ganze wird jetzt nur noch vermengt. Dann haben wir die Soße auch schon fertig. Stelle ich jetzt für, ich würde sagen, eine gute Stunde in den Kühlschrank zum Durchziehen. So sieht es aus. So soll es sein. Jetzt bin ich auch gespannt, wie sie denn schmeckt. Ob da noch was fehlt. Nee? Gut. Passt. Ab in den Kühlschrank damit. So, ihr kennt ja meine Vorliebe für die IKEA-Form. Gerade beim Vermengen, Bearbeiten von Hack. So ein bisschen verteilen. Dann fällt das hinterher nämlich leichter beim Durcharbeiten. Salz dazu. Das sieht viel aus, ist es aber nicht. Hack verträgt da eine Menge. Pfeffer dazu. Paprikapulver dazu. Zack. Die Eier. 1, 2,
das Panko-Mehl. Und das jetzt schön durcharbeiten. Das funktioniert bekanntlicherweise am besten mit den Händen. Ich habe mich dann doch entschlossen, die Röstzwiebeln gleich dazu zu tun und mit unterzumengen. Das verteilt sich dann schön und der Geschmack ist gleichmäßiger. Das duftet, alter Schwede. Das ist ja Hammer. Fast hätte ich meinen Tomatenmark vergessen. Ungefähr, ich würde sagen, so 2 Esslöffel. Die kommen auch noch dazu. Und auch die oder das Tomatenmark schön unterkneten. So, dann nehme ich immer ganz gerne so eine Suppenkelle. Denn dann weiß ich, ich habe annähernd immer die gleiche Menge an Hack. Zup. Die schön rollen. Zu einer Frikadelle, sag ich mal. Die schön platt drücken. So. Also irgendwie scheint heute nicht mein Tag zu sein, denn ich habe meinen Senf vergessen. Den wollen wir natürlich als Geschmacksträger unbedingt drin haben. Also nochmal durchkneten. Gibt's doch nicht sowas. Also, Kelle raus, alles nochmal zusammen und nochmal durcharbeiten. Himmel, passiert bei euch selten. So, reicht mir das? Jetzt aber Kelle nehmen, bisschen was rein. Schön rundform und platt drücken. So, dann nehmen wir ein paar von den Gurken, von den Cornichons, die packen wir da rein. Bisschen was vom Käse. Und das verschließen wir jetzt schön zu einem Bahn, zu einer Frikadelle. So, ich habe noch ein bisschen Gehacktes dazu genommen, das war mir dann noch ein bisschen zu wenig. So sieht es dann aus. Und das mache ich jetzt mit dem Rest des Gehacktes ebenfalls. Am Start habe ich wieder meinen geliebten Gastisch. Ich finde das Teil einfach nur richtig geil. Darauf steht eine 40er Gusspfanne. Da kommt ein bisschen Rapsöl rein. Leute, das gibt es wieder. Bin ganz erstaunt. Ich war gestern in der Metro und die Regale waren rappelvoll. Das lassen wir jetzt heiß werden. So, dann kommen auch schon meine Cheeseburger-Frikadellen rein. Bisschen platt drücken. Ihr seht, sie sind doch etwas größer geworden, als ich eigentlich vorhatte. Aber sonst hätte ich nicht genug Käse und Gurken reingekriegt. Also schon fast Monster-Frikadellen. So, und die braten wir jetzt bei kleiner Hitze, schön vor sich hin, hätte ich bald gesagt. Also zumindest so, dass sie gar sind und eine schöne Farbe kriegen. Alter Schwede, Leute, wenn ihr wüsstet, wie das duftet hier im Hof, das ist der Hammer. Ich liebe es. So, ich denke mal, man kann sie erst mal umdrehen. Jo. Rösterraum haben sie. Das sieht gut aus, das sieht lecker aus. So muss das sein, Leute. Ich liebe Kochen. Wupp. Und von der anderen Seite.
schön garen. Ich bin gespannt, wie das Ergebnis wird. Ich denke mal, die sehen ganz gut aus. So kann man es lassen. Durch sollten sie sein nach der Bratzeit. Jetzt wird angerichtet. Bin gespannt, wie sie schmecken. Alter Schwede, das duftet hier. Leute, sieht das gut aus oder sieht das gut aus? Ich finde, es sieht richtig gut aus. Meine Cheeseburger-Frikadelle mit einer leckeren Hamburger-Soße nach McDonald's-Art. Ich bin gespannt, wie es denn schmeckt. Gut sieht es auf jeden Fall aus. So, jetzt bin ich gespannt, wie es denn schmeckt. Denn das ist ja das Maß der Dinge. Schauen wir mal. Der Käse quillt schon raus. Leute. Was soll ich sagen? Geil. Richtig, richtig geil. Super gewürzt, aber das wäre schon fast Eigenlob. Die Soße ist geil. Die ist richtig, richtig klasse. Kann ich euch wirklich empfehlen, nachzumachen. Absolut lecker. Richtig, richtig lecker. Sehr schön kross. Klar, war ja auch lange genug in der Pfanne. Aber die Kombination hier mit dem Käse, der Gurke und der Soße, Hammer. Also diese Cheeseburger-Frikadellen mit der Hamburger-Soße nach McDonald's-Art, das hat wirklich richtig was. Aber richtig, muss aber probieren. Alter Schwede, das macht süchtig. Das macht wirklich süchtig. Einfaches, leckeres Essen. Kommen wir zum Fazit. Fazit, alter Schwede, was soll ich sagen? Ihr habt gesehen, die Vorbereitung war sehr schnell zu machen. Es war nicht aufwendig. Gute Zutaten machen hinterher auch ein gutes Ergebnis. Es war lecker, es war richtig, richtig lecker. Gut, die sind etwas größer geworden, als ich eigentlich wollte. Aber sonst hätte ich nicht genug Käse und Gurken hineinbekommen. Der Geschmack war dermaßen rund, dermaßen ausgewogen. Es war nicht überwürzt, es war nicht unterwürzt, es war genau auf den Punkt. Aber das Highlight war nicht nur die Anführungsstriche Frikadelle, diese Cheeseburger-Frikadelle, sondern auch die Soße. Macht es nach, diese Soße, die könnt ihr zu allen Menschenmöglichen essen. Ich würde sogar behaupten, die schmeckt noch deutlich besser als die von McDonald's. Richtig ausgewogen, nicht zu scharf, nicht zu schwach gewürzt. Die Chili war im Hintergrund, obwohl da eine ganze Chili drin war, bei nur 220 Milliliter Mayonnaise. Es passte einfach alles. Es passte mit der Säure, von dem Apfelessig, mit dem Salz, mit dem anderen Gewürzen. Es war eine richtig, richtig runde Sache. Normalerweise hätte ich gesagt, dazu esse ich jetzt Pommes frites oder Kartoffelwedges oder was auch immer, ja. Leute, jetzt sind die bei mir etwas größer geworden.
Ich habe gerade eine gegessen und ich bin dermaßen satt. Es hat Spaß gemacht, das zuzubereiten. Es duftete wunderbar. Leute, das sind für mich Frikadellen High-End-Niveau. Mal etwas ganz, ganz anderes. In dem Sinne, wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben, abonniert mich. Netten Kommentar immer gerne. Bis dann, euer Christian. Glück auf, bis zum nächsten Mal.